Die einzige Chance für Ihr Leben ist jetzt sofort die Kompetenzpartei zu gründen, die Partei der Kompetenz. Mit dem obersten Parteimotto, wir nutzen Next Scientists for Future.de vom Weltrat und ähnlich Kompetente und machen nichts anderes. Und wir vom Weltrat und den Next Scientists for Future sorgen für die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Das heißt, jeder kann zu uns kommen und sagen, seine Reformen seien technisch und inhaltlich besser als unsere. Und dann machen wir mit ihm Talkshows oder mit ihr Talkshows. Aber ans, ja. Das ist so, aber die Partei steht, hat also als oberstes Motto dann, wir nutzen Next Scientists vom Weltrat und ähnlich Kompetente. Ja, bitte bei uns melden, denn warum ist das Ihre einzige Chance? Aber bevor ich diese Frage beantworte, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, bitte schneller drehen, 1,75-fache Geschwindigkeit, immer alles schneller schauen, weil ich ja auch so besonders langsam rede. Ja, Ihr Leben ist zerstört und wird weiterhin zerstört, wenn es nicht endlich diese neue Kompetenzpartei gibt. Und alle, denen Sie bisher vertrauen, also wir, das heißt ja bei uns im Titel Next Scientists for Future, gegen Sarah Wagenknecht, gegen Markus Krall, gegen Christian Felbers Gemeinwohlökonomie, gegen all diese Irrtümer und Irrwege. Und alle Leute, denen Sie bisher vertrauen, liebe Zuhörerinnen, liebe Wählerinnen und Wähler, denen vertrauen Sie, weil sie die gleichen vorteilbringenden Irrtümer vertreten, wie sie sie auch im Kopf haben. Also alle Menschen, denen sie bisher vertrauen, denen vertrauen sie, weil die genauso durchmanipuliert sind wie sie selber und deswegen die vorteilbringenden Irrtümer sagen, die sie für Wahrheiten halten, fälschlicherweise, weil sie nicht verstanden haben, dass sie nur manipuliert wurden. Ja? In dieser Gesellschaft ist praktisch alles, was geschieht, Manipulation. Und all diese Ungebildeten, ja, ich zeige Ihnen das jetzt mal, all diese Ungebildeten, egal wer, leider gibt es nur den Weltrat und die Next Scientists for Future und alles außerhalb ist schlicht und einfach völlig ungebildet. Unsere Universitäten sind Brutstätten der Dummheit geworden und des Bildungsmangels und der Ungebildetheit. Unsere Universitäten verhalten sich auch wie Sekten. Unsere Universitäten vermeiden, also normalerweise müsste es ja so sein, dass wenn zum Beispiel der Weltrat, wenn wir bei einer Universität anfragen würden bezüglich eines Talks auch oder einer Talkshow, die wir vielleicht auch selbst produzieren könnten, dass es also keine Arbeit für die Professoren bedeutet würde und wo sie sozusagen unsere Ansätze falsifizieren versuchen können und wir ihre Ansätze falsifizieren versuchen können, dann gibt's da null Reaktion und nichts passiert, weil es sich nicht mehr um Wissenschaftler handelt, sondern um Sekten handelt. Unsere Universitäten sind Sekten geworden, in denen bestimmte Heilslehren, in denen man untereinander sich gegenseitig bestimmte Irrtümer predigt und Heilslehren predigt und Irrtümer, die alle mit der Realität nichts zu tun haben. Und das ist eben tragisch. Also der einzige Instanz der Wissenschaft in der Welt, der Bewahrung der Wissenschaft in der Welt,
ist der Weltrat, die Next Scientists for Future, und ich kann es ja mal kurz zeigen hier auch noch, vielleicht zur Information hier. Hier ist ja auch der entscheidende Satz, ja, zum Beispiel hier, ja, 700 € im Monat mehr je Arbeitnehmerin, viel mehr Gesundheit, Wohlfühlen und Langlebigkeit, und dann aber auch hier unten der Satz, in Wikipedia, in einer Umfrage des Magazins Prospekt wählte eine Auswahl britischer und US-amerikanischer Juroren Professor Richard Dawkins 2013 zum weltweit wichtigsten Denker, Weiterentwickler und geistiger Nachfolger von Dawkins wurde 2018 der Weltrat mit seinem Arbeitskreis Next Scientists for Future, folgte dabei aber nicht Dawkins Irrweg seiner religionskritischen Schriften. Ja? Also das heißt, die einzige echte Wissenschaft finden Sie leider ausschließlich bei Weltrat und Next Scientists for Future. Außerhalb finden Sie Pseudowissenschaft und Sektierertum. Wir sind auch die einzigen, zu denen jederzeit jemand kommen kann und sagen kann, ich möchte gern Ihre Reformideen falsifizieren. Und dann sagen wir sofort, machen wir sofort gerne eine Talkshow. Machen wir sofort eine Talkshow und machen das sofort, weil das interessiert uns natürlich brennend, weil wir echte Wissenschaftler sind und leider alle anderen nicht. Der Einzige, der noch diesen Begriff echter Wissenschaftler verdient, ist eben der Begründer der freien Argumentekultur. Ja? Gut, und jetzt all diese Ungebildeten, also all diese Ungebildeten überall, die Sie bis jetzt eingefangen haben, weil sie im Kopf die gleichen Irrtümer hatten, haben wie Sie selber, all diese Ungebildeten wollen Sie regieren oder beraten, halten es aber nicht für nötig, das Leben und die Menschen gründlich zu studieren. Fragen Sie doch mal die Leute, die Ihnen da Rat geben, Markus Krall, Sarah Wagenknecht und all die anderen, die Politiker, CDU, SPD. Fragen Sie die doch mal, was die alles wissen. Sie sollen Ihnen mal ein paar konkrete Ereignisse der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums, ein paar, klare Ereignisse, wichtige Ereignisse, Knochenfunde und so weiter. Zahnfunde und Knochenfunde und Fossilfunde und Hinweise zeigen, also was alles so passiert ist in den letzten 13,8 Milliarden Jahren dieses Universums, und da werden Sie nichts Wahrheitsgemäßes bekommen, weil diese Leute alle keine Ahnung von nichts haben. Sie wollen Menschen regieren, sie wollen 80 Millionen Menschen regieren, 83 Millionen Menschen regieren und haben nicht die geringste Ahnung, um was es sich dabei handelt. Was das eigentlich für Lebewesen sind, wir Menschen, wie wir funktionieren, wie unsere Genetik funktioniert, wie wir emotional funktionieren, psychisch funktionieren. Nichts, null Wissen, null Kompetenz, null Ausbildung, und trotzdem wollen alle diese Leute Ihnen irgendwas sagen, anstatt den Mund zu halten. Ja? Fragen Sie diese Leute, die sollen Ihnen mal erzählen. Ich erzähle Ihnen jetzt nicht nochmal zum tausendsten Mal, was hier alles passiert ist, aber wer da keine Kompetenz hat, wer da nicht mitgehen kann, der sollte den Mund halten, weil er erstmal von nichts weiß. Ja? Dann die letzten 13,8 Millionen Jahre unserer Menschheitsevolution sind natürlich unheimlich wichtig, und die im Moment schon angeblich laufende Degeneration, unser Gehirnschwund, den wir gerade verzeichnen. Das muss man alles wissen und verstehen, sonst versteht man nicht, was passiert ist, und vor allem nicht, was vor 0,4 Millionen Jahren, vor 400.000 Jahren passiert, nämlich ist die Erfindung von in dieser Reihenfolge Tausch, Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung, Ferntauschhandel, Fernhandel. Ja, das sind die zentralen Meilensteine. Diese Erfindungen haben alles umgekrempelt, was vorher in der Natur gegolten hat. Alles wurde völligst anders.
Und das verstehen, wenn Sie das die Leute fragen, die wissen nichts davon. Und wollen sie regieren oder wollen sie beraten oder wollen ihnen irgendwas erzählen? Und wie gesagt, Sie müssen halt aufpassen, natürlich, da Sie durchmanipuliert sind und alle Menschen, alle normalen Menschen völlig durchmanipuliert sind, hören Sie natürlich gerne, wenn jemand anderes auch die gleichen Manipulationen sagt wie Sie selber. Aber damit kommen Sie in Ihrem Leben nie voran. Deswegen sollten Sie ja jetzt auch sofort die Kompetenzpartei gründen. Ja? Also, all diese Leute, die Ihnen da was sagen, halten es nicht für nötig, das Leben und die Menschen gründlich zu studieren. Die so nach dem Motto, was brauche ich denn für eine Kompetenz, um 83 Millionen Menschen zu regieren? Gar keiner. Ja? Das ist das Motto, und von solchen Leuten lassen Sie sich was sagen. Und das ist einfach ein Fehler. Und bei uns im Weltrat ist es anders. Da ist alles Wissen darüber vorhanden. Nicht bei jedem einzelnen Professor, muss auch nicht sein. Aber in der Summe oder das Ganze ist viel mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und dieses Ganze von Weltrat und Next Scientists for Future hat alles. Die Spitze allen Wissens, das vorhanden ist, ja, und erreichbar war. Ja, und wir nutzen wie hieß dieser Satz hier? Wir nutzen Next Scientists for Future vom Weltrat mit ihren 56% Potenzial, das heißt simulierte Bundestagswahl 56% und ähnlich kompetente. Das heißt, diese Partei hätte die Chance, etwas zu erreichen, nämlich diese 56% zu kriegen und die Regierung zu stellen. Aber es muss immer klar sein, Partei und Next Scientist for Future und Weltrat müssen immer völlig getrennt voneinander bleiben. Die oberste Satz der Partei muss nur lauten, wir nutzen die Next Scientist for Future vom Weltrat und ähnlich kompetente Experten und nutzen sie so gut wir können und das setzen wir in die Tat um. Ja? Und alles andere ist vielleicht gar nicht so wichtig. Vielleicht ist das, was es braucht. Weil alles andere vielleicht zu kompliziert ist, auch für Sie, liebe Wählerinnen und Wähler. Vielleicht ist alles andere viel zu kompliziert. Sie brauchen nur ein Angebot, das wirklich wählbar ist. Und deswegen muss sich eine Person sagen, ich kümmere mich darum, dass ich Spenden sammle und Gelder einsammle und dann einen Anwalt beauftrage, der die Satzung entsprechend macht. Oder die Mustersatzung nutzt, die wir auch irgendwo im Forum haben und so weiter. Ja, man kann sich ja dann bei uns melden. Uns kann man ja direkt anrufen. Man kriegt spätestens nach 4 Stunden ungefähr einen Rückruf. Und dann wird persönlich besprochen, wie man weiter vorgehen soll. Mit den bisherigen Parteien konnten wir leider nichts anfangen. Es stellte sich raus, dass es so ist, dass die 1000 Parteien, die sich in den letzten Jahrzehnten gegründet haben und die dann wieder gestorben sind, übrig geblieben sind, ausschließlich die Linken, die Grünen und die AfD. Alles andere waren Eintagsfliegen ohne wirkliche Chancen. Und auch wenn eben eine Partei mal 5% überschritten hatte, das bedeutet ja erstmal gar nichts. Das bedeutet ja nicht, dass sie Substanz hat und so weiter. Schluck Wasser und bitte schneller drehen. Ja. Und all diese Parteien, die kann man auch nur als Sekten verstehen, das ist alles Sektierertum. Da sind einzelne Träumer, die irgendwie ihre Privatclubs gründen, von nichts eine Ahnung haben
Und irgendwie, und dann denken, sie könnten gleich mal so dann hier Deutschland regieren. Das sind alles Fantastereien. Nur die Parteien, die was ganz Besonderes hatten, haben überlebt. Die Linken hatten das ganz Besondere, dass es nun mal in der Gesellschaft immer noch ganz viele Revolutionsträumer und, oder man darf auch sagen, Revolutionsspinner und marxistische Träumer gibt, die irgendwelche unsinnigen, linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Gedanken im Kopf haben. Aber die brauchen eine Heimat und dafür gibt es die Linkspartei. Und dann gibt es eben die Grünen für alle, die von der auch vielleicht von den NGOs aufgehetzt wurden zu einem übermäßigen Besorgnis um die Umwelt, anstatt ein gesundes Verhältnis dazu zu haben, nämlich ich will eine so saubere Umwelt um mich herum haben, dass ich in ihr kerngesund leben kann. Und dafür will ich dass die großen Konzerne und alle Firmen motiviert werden, genau dafür Sorge zu tragen. Aber ich will nicht einen Fetischismus aus Natur und Umwelt machen, denn die Natur ist für das Universum völlig wertlos. Ja? Also die Realität ist, dass Arten kommen und gehen auf der Erde. Und wenn es irgendwo anders ja auch Leben gibt, dann kommt dort das Leben und geht, die Arten kommen und gehen, Arten sind bedeutungslos, Leben ist so etwas wie, da rüttelt sich sozusagen durch Mutation und Selektion, rütteln sich Dinge in jede Ritze der Materie hinein und versuchen dort, dass die sich replizierende Materie irgendwo Fuß fassen kann und sich vermehren kann und so weiter, aber das ist alles bedeutungslos und ein Fetischismus daraus zu machen. Wir brauchen so viel naturbelassene und ungiftige Umwelt, dass wir völlig naturbelassen und ungiftig in ihr gesund leben können und uns gesund ernähren können und alles andere darf uns nicht interessieren. Alles andere ist Fetischismus, zu dem uns die NGOs aufhetzen, weil die wollen uns ja irgendwie hysterisch machen, dass wir jeden Pups der Umwelt sozusagen unbedingt retten müssen und dafür bereit sind zu spenden, denn dann daran bereichern sich dann wieder die Geschäftsführer und Mitarbeiter der NGOs und kassieren darüber ihre Gelder. Ja, das ist ein reines kapitalistisches Geschäftsmodell, sie, liebe Menschen, hysterisch bezüglich des Umweltthemas zu machen. Und aber da eben viele Menschen diesbezüglich hysterisch gemacht wurden, sozusagen, anstatt ein vernünftiges, gesundes Umweltbewusstsein zu haben, und da es aber so viel Hysterische gibt, musste es natürlich auch dazu eine passende Partei geben, nämlich die Grüne Partei, die diese Umwelthysterie mit Ausschaltung des rationalen Denkens sozusagen aufgreift und denen eine Heimat gibt, eine Wahlmöglichkeit gibt. Und genauso musste es eben auch für die, die sich Sorgen machen darüber, dass es ja nicht ganz unproblematisch ist, die Grenzen einfach aufzureißen und zu sagen, ja, wir haben Platz für alle Welt. Komm doch mal so ein paar hundert Millionen zu uns. Wir haben doch Platz, ne? Und wir können doch allen alles schenken. Wir sind doch so superreich. Wir können doch alle ernähren in der Welt. Und wir können doch, ja, kommt doch bitte alle 8 Milliarden Menschen nach Deutschland. Wir haben Platz für alle. Dass das natürlich irgendwie nicht ganz sinnvoll ist, dafür ist die AfD gewählt worden, ne? Und das, weil sie die einzige Partei war, die gesagt hat, das kann nicht wahr sein, das dürfen wir nicht machen, ja? Und da dürfen wir uns von den NGOs nicht vor uns hertreiben lassen, die alle NGOs und den Sozialspaten, die sich alle daran bereichern, dass sie lauter sozusagen Flüchtlinge, Migranten, Asylanten und so weiter betreuen und daran viel Geld verdienen und große Karrieren machen und so weiter und viele Spenden sammeln für diese Dinge, ja, da haben wir einfach, sind wir einfach drauf reingefallen und da musste es eine Partei als Gegenpol geben. Aber die anderen 997 Parteien waren allesamt
Parteien von sektiererischen Spinnern und deswegen konnten sie nichts werden. Deswegen braucht es jetzt die Kompetenzpartei. Schluckwasser. Denn da ist eine Lücke. Schluckwasser. Da alle anderen Parteien von totaler Inkompetenz gekennzeichnet sind, ist Platz für eine einzige kompetente Partei, die als oberstes Motto hat, verankert hat in ihrer Satzung, wir nutzen Next Scientists for Future vom Weltrat und ähnlich kompetente. Und komplizierter dürfen wir es vielleicht nicht machen. Wir halten die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche aufrecht im Weltrat. Aber die Partei, wir müssen damit jetzt die Wähler nicht belasten und sozusagen, wir sorgen für die Volldemokratisierung der Gesellschaft. Aber das und die Details, mit denen müssen wir die Wähler auch nicht unbedingt belasten. Zum Beispiel, wir können an allen Reformen so lange schleifen, bis es sitzt, passt und wackelt oder Luft hat, sozusagen. Und das können wir dann machen und das können wir den Wählern auch immer wieder deutlich machen. Jetzt schildere ich noch mal ein bisschen so, ja, wo sind die Riesenbildungsmängel all der anderen außerhalb von Weltrat und Next Scientists for Future? Ja, der größte Bildungsmangel ist, dass die meisten überhaupt nichts von der glückszerstörenden Wirkung des Kapitalismus verstehen. Überall wird uns eingeredet, wir seien doch glücklich. Aber das liegt nur daran, dass wir das vielleicht glauben, das liegt nur daran, weil wir gar keinen Vergleich mehr haben. Das ist so wie mit dem Frosch. Ich weiß nicht, ob das beim Frosch wirklich so ist, aber wenn Sie den Frosch im Topf auf die Herdplatte setzen und ganz allmählich die der Sache anheizen, dann merkt er angeblich gar nicht, wie sich was verändert. Zumindest kann sich nach Tausenden von Generationen sozusagen ja niemand mehr daran erinnern, wie glücklich seine Vorfahren vor 400.000 Jahren waren. Ja, daran kann sich niemand mehr erinnern, weil es dafür kein Erinnerungsvermögen gibt. Und da es diese Erinnerung nicht gibt, meint der Mensch schon heute sehr leicht, dass das, was er an Unglück hier erlebt, dass das wahre und glückliche Leben sei. Das ist aber ein Irrtum. Es ist ganz zwangsläufig so, und das ist eben naturwissenschaftlich bewiesen. Naturgesetzlich bewiesen. Und Naturgesetze haben die höchste Beweiskraft überhaupt in echter Wissenschaft. Und naturgesetzlich ist bewiesen, dass wenn ein Früharzt und Frühhändler sich irrt und irgendwie uns unser Glück wegredet und glückliche Lebensinhalte wegredet, Körperkontakt, Sexualität, Liebe, Zärtlichkeit, einschränkt, reduziert, reguliert, verteufelt, verunglimpft, diffamiert oder singen, tanzen, musizieren reduziert oder alle möglichen Manipulationen aussendet, vorteilbringende Irrtümer aussendet, die uns dazu manipulieren, dass wir immer weniger unsere natürlichen Glücksquellen nutzen. Dann profitiert der Frühhändler enorm davon, weil wir dadurch konsumsüchtig, kaufsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, süßigkeitensüchtig. Wir werden süchtig nach allem und jedem sozusagen. Und davon profitieren die Frühhändler und davon indirekt die Frühärzte, weil wir uns dann durch all diese Suchtmittel alle krank essen, übergewichtig essen, Alkohol krank machen, Zigaretten krank machen und so weiter. Und alle zugehörigen Krankheiten bekommen und daran profitiert dann der Früharzt und verdient fürstliches Geld. Und die Frühärzte und Frühhändler können dadurch viele Enkel- und Urenkelkinder ernähren und werden die Vorfahren ganzer Dynastien und hier dann bilden sich sogar Universitätsfächer ihrer Scharlatanerien, ja, und ihrer vorteilbringenden Irrtümer.
Und ja, und werden dadurch geadelt, dass sie an Universitäten unterrichtet werden und so weiter. Und das sind alles Dinge, wo es darum geht, Geld auf unsere Kosten zu verdienen oder Geschäfte auf unsere Kosten zu machen. Und das fällt uns nur nicht auf, weil wir diese Glückszerstörung gar nicht wahrnehmen können, weil sie vom ersten Tag an ab der Geburt losgeht und sie uns dann irgendwann als normal erscheint. Uns erscheint es als normal, dass also sozusagen überall alles getan wird, um uns zu distanzierten Menschen zu machen, die möglichst die Nähe anderer Menschen fliehen, besonders die Sexualität und den Körperkontakt mit anderen Menschen, davor flüchten, die davor Angst haben, wie der Teufel vom Weihwasser und so weiter. Also das ist, und wenn man das alles nicht versteht, wenn man diese ganzen Evolutionsverläufe nicht versteht, wie unser System unser Leben zerstört, dann hat man eben auch keinen Wunsch, dass sich was ändert. Ja, im ZDF war die Sendung 13 Fragen, Mediathek 13 Fragen, ist der Kapitalismus am Ende? Und da wurde über die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber auch gesprochen als Lösungsmodell, eigentlich als einziges Lösungsmodell. Und ja, unsere GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, ist eben noch viel besser als die GWÖ von Christian Felber, weil die eben auch wieder diese Glücksreduktion nicht kennt. Die hat noch nicht mal die Mechanismen, zum Beispiel ein giftiges Biobrot detektieren zu können. Also detektiv, also unsere Systeme, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung haltet quasi detektivische Automatismen. Also unser System ist wie ein Detektiv, das erforscht, was alles an Giftiges und Schädigenden auf uns losgelassen wird und stoppt das und unterbindet das durch Reduktion der Verdienstzuschüsse. Ja? Dieses System hat die zum Beispiel die Felbersche Gemeinwohlökonomie gar nicht. Und sie hat auch null Ahnung von der Glücksreduktion im Kapitalismus und dadurch geht sie an allem Wichtigen vorbei. Sie ist also inkompetent, wie alles andere eben außerhalb des Weltrates. Aber wie gesagt, diskutieren tun wir gerne mit all diesen Irrtumskonzepten, weil wir da auch immer wieder den Leuten zeigen können, wo diese Leute sich alles irren. Aber die scheuen ja die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, weil es sich alles bei allen nicht um Wissenschaftler, sondern auch bei allen Universitäten nur noch um pseudowissenschaftliches Sektierertum handelt und weil gegen alle Regeln der Kunst der wechselseitigen Falsifizierungsversuche mit allen Mitteln verstoßen wird. Ja? Universitäten sind die Orte, wo sie kaum noch jemanden finden, der überhaupt bereit ist zu einem Gespräch der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, weil es sich nicht mehr um Wissenschaft handelt, sondern um Sektierertum, ja? Um Sektenbildung. Ja? Ja, dann gehen wir mal weiter. Ja, genau, der antikooperative Anteil, der wird von allen diesen ungebildeten Leuten total unterschätzt. Der ist viel größer, als sie denken. Die einzelnen Sparten, Sozialsparten, NGO-Sparten und Gesundheitssparten, Ernährungssparten, all diese Gesparten, alle senden vorteilbringende Irrtümer aus, unterziehen uns alle einer Gehirnwäsche. Auch Sie, liebe Wählerinnen, sind voll von Gehirnwäsche. Sie sind gehirngewaschen, sie sind durchmanipuliert. Und die einzige Instanz, die sich um Entmanipulation bemüht, ist Weltrat Next Scientists for Future. Und das ist die Situation. Alle fressen, alle schädigen sich gegenseitig mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, manipulieren sie alle dazu, dass möglichst viel Kundschaft kommt und dass alle möglichst viel Profit machen auf Kosten aller anderen. Ja, und dann deswegen brauchen wir sowas wie
die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, damit Sie, liebe Wählerinnen, die Macht über alles bekommen, sozusagen, weil anhand Ihrer Wohlfühlstimmen, Ihrer Gesundheitsaufwand, Erwartungskurven verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand und ja, anhand Ihrer Gesundheit, Langlebigkeit, Ihres Wohlfühlens und Ihres Wohlstandes werden letztendlich alle Belohnungen, also Verdienstzuschüsse berechnet. Und das ganze Gesellschaftssystem muss entweder Ihnen, liebe Wählerinnen, dienen, indem es Ihnen Gutes tut, oder es geht pleite. Und so wünschen Sie sich doch eine Gesellschaft. Aber die bekommen Sie nur über, wenn Sie jetzt die Kompetenzpartei gründen und eben mit den Next Scientists for Future und anderen ähnlich Kompetenten zusammenarbeiten und diese nutzen. Ja, da habe ich gestern schon was zu gesagt. Vielleicht sage ich hier noch was zu, was ich gestern nicht gesagt habe. Ja, ich habe ja gestern klar gemacht, dass Rassismus auch ein Bildungsmangel ist. Wir alle sind Schwarzafrikaner. Unsere Urgroßeltern vor 400.000 Jahren waren alle Schwarzafrikaner. Wir alle sind Schwarze. Und wir haben nur teilweise eine andere Haut, einen anderen Anstrich bekommen, aber im Kern sind wir nach wie vor alle Schwarzafrikaner, alle Schwarze. Ja? Und also ist jede Form von Rassismus völliger Blödsinn. Wir brauchen auch frische Gene aus allen Teilen der Welt immer wieder zur Bereicherung. Ich muss auf Pause drücken. Ja, ich glaube, ich war gerade dabei gewesen, darüber zu sprechen, dass wir eben genetischen Zufluss aus allen Teilen der Welt brauchen und deswegen jede Form des Rassismus völliger Unfug ist, dass wir allerdings auch keine Parallelgesellschaften brauchen. Also unser Konzept ist ja, wodurch sich auch diese inkompetente Partei der AfD völlig erübrigen würde, ist ja Asylanlagen in den Nachbargebieten der Krisengebiete. Deutschland braucht für 83 Millionen 83 Plätze Asylanlage. Und dann guckt Deutschland, und zwar als Erste, wegen der besonderen historischen Schuld Deutschlands, als Erste diese Asylanlagen. Und zwar geht man in die Asylanlage rein und aus der Asylanlage wieder nach Hause. Kein Weg nach Deutschland, außer für die Einwanderungsmöglichkeit nach dem Einwanderungsgesetz, wenn man also ganz besonderes Kompetenzen hat, wie diese schwarzafrikanische, hübsche Gesundheitswissenschaftlerin, dann kann die sich bewerben in den Einwanderungsbehörden in aller Welt. Und wenn sie dann einen tollen Job hier in Deutschland findet, ist sie dann herzlich willkommen bei uns, ihre Klugheit und ihre guten Gene mit einzubringen in unseren Genpool. Und das freut uns dann sozusagen oder sollte uns freuen. Und aber ansonsten Asylanlagen, rein in die Asylanlage und wieder nach Hause. Einen anderen Weg darf es nicht geben. Sozusagen alle anderen, die sagen, es wäre gut für uns, wenn wir so den Weg machen, Krisengebiet und alle direkt nach Deutschland, das sind alle diejenigen, die uns das Glauben machen, sind die vorteilbringenden Irrtümer beziehungsweise die Gehirnwäsche, die von den Sozialsparten und besonders den Asyl- und Migrationssparten ausgeht, und von den NGOs, die alle wahnsinnig viel davon profitieren, wenn sie uns alle hysterisch verrückt machen, dass wir unbedingt dafür zuständig seien, wirklich alles in der Welt zu retten. Und natürlich können wir alles in der Welt retten, aber dazu müssen wir erstmal mit den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten und der NGOs fertig werden und müssen die erst einmal auflösen, denn dann können wir auch den Hunger und das Leiden in der Welt innerhalb kürzester Zeit beenden,
Aber dem stehen eben die Sozialsparten entgegen. Ich muss das nochmal deutlich machen, weil das, glaube ich, viele immer noch nicht begriffen haben. Ich gehe mal hier rum. Ja. Diese Sozialsparten, besonders die Asyl- und Migrationssparten und die NGOs, die leben davon, dass sie Leid in aller Welt begünstigen, erhalten und fördern, damit sie davon profitieren können, sei es durch Spendenerbettelei oder moralische Spendenerpresserei, wie die NGOs, oder dadurch, dass sie einfach als Sozialspartler gutes Geld dadurch verdienen, wenn sie all diese notleidenden Menschen betreuen. Und dadurch streuen diese Sparten natürlich vorteilbringende Irrtümer aus, die uns mit dem Leid in der Welt völlig falsch umgehen lassen und uns quasi letztendlich das Leid in der Welt erhalten lassen. Und dadurch kann es auch nicht verschwinden, weil es darf ja auch die Geschäftsgrundlage der Sozialspartler und der NGO-Sparten darf ja nicht verloren gehen, diese Geschäftsgrundlage von denen. Und wir müssen eben gucken, dass wir denen die Geschäftsgrundlage entziehen. Wir müssen auch diesen Sparten, wie jeder anderen Sparte, auch die Beute entziehen und müssen sie danach belohnen, ob ihr Wirken, also ihr, liebe Wählerinnen, ihr Wohlfühlen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und ihren Wohlstand mehrt oder beschädigt. Und wenn es ihre Wohlfühlen, ihre Gesundheit, ihre Langlebigkeit und ihren Wohlstand beschädigt, dann kriegen diese Leute alle keine Verdienstzuschüsse mehr und gehen alle pleite oder sie stellen sich um und machen was Nützliches für die Gesellschaft und für Sie, liebe Wählerinnen. Ne? Das heißt also, jede dieser Sparten ist darauf evolutioniert und daraufhin konstruiert in der Evolution, Sie, liebe Wählerinnen, schwerst zu beschädigen. Und Sie, liebe Wählerinnen, sind aber auch Teil wahrscheinlich irgendeiner Sparte, vielleicht dieser Sparte hier. Und auch Sie schädigen wiederum mit Ihrer Arbeit wieder alle anderen Menschen in der Gesellschaft, ohne dass Ihnen das bewusst ist, weil diese vorteilbringenden Irrtümer alle dazu führen, das gilt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Na, und das gilt für alle Menschen in der Gesellschaft. Außer die Verbrecher, die wissen ziemlich genau, dass sie, ja, manchmal jedenfalls ziemlich genau, dass sie Böses tun, aber alle anderen glauben gut, uns allen Gutes zu tun und merken gar nicht, wie sie uns allen Schaden zufügen. Das ist das Wesen des Kapitalismus. Ne? Ja, und von daher, also noch einmal zu dieser Politik hier. Also, und dann guckt Deutschland, nachdem es also 83 Asylplätze geschaffen hat, guckt Deutschland, ob die USA für jede Million ihrer Einwohner und China und so weiter, die müssten ja dann 1.300 Plätze schaffen. Und dann guckt Deutschland, ob die großen Staaten der Erde die anderen auch alle nachziehen. Und wenn die alle nachgezogen sind, dann vergrößert Deutschland und schafft wieder 83 Asylplätze. Und guckt dann wieder, ob die USA über 200 oder über 300 Asylplätze schaffen, die China 1300 Asylplätze schafft und so weiter und Indien und so weiter. Und so macht Deutschland immer den Vorreiter bei der Hilfe. Aber wenn die anderen nicht hinterherziehen, dann hört Deutschland auch auf mit der Hilfe. Wenn Deutschland mit seinen 83 Plätzen alleine bleibt und die anderen ziehen nicht nach, die anderen Staaten der Erde ziehen nicht nach, dann baut Deutschland auch wieder die 83 Plätze ab. Ja, wir verhalten uns also so, wir wegen der besonderen historischen Schuld, sind überall Vorreiter beim Helfen. Aber wir machen uns nicht zum Narren und lassen uns nicht ausnutzen, indem wir die Einzigen sind, die helfen und alle anderen nicht helfen. Das machen wir nicht, ne? Ja, und das ist dann eine gesunde Politik mit Umgehen. Und außerdem müssen wir eben, wie gesagt, wir müssen über unsere vorteilbringende Irrtümer all der Sozialspartler reden, ja, damit wir eben dann
sozusagen endlich das Leiden und die Not in der Welt beenden können. Und der Weltrat ist ja darauf angelegt, das innerhalb kürzester Zeit beenden zu können. Demgegenüber steht halt die beispiellose mangelnde Intelligenz der Menschen in der Welt, die gar nicht verstehen, dass der Weltrat, die Next Scientists for Future, ihr aller Leben ja, x-fach glücklicher, gesünder, länger und wohlhabender machen könnte. Aber das ist eben die Sache, mangelnde Intelligenz ist das Wesen der Menschheit, ne? Wir haben ja diesen Rückgang der Gehirngröße und so weiter. Ja, und ich guck mal, was sich noch so findet, aber ja, diese Dinge sind alle, die haben wir alle im Kopf, aber das ist alles nicht so wichtig für Sie. Das ist alles, das haben wir alles im Kopf, das können wir alles bedenken, aber Sie, liebe Wählerinnen, für Sie ist eigentlich nur eins interessant. Es muss sofort irgendjemand muss, wenn Sie, liebe Wählerinnen, glücklich werden wollen, glücklicher werden wollen, dann müssen Sie sofort die Kompetenzpartei gründen, die Partei der Kompetenz. Und dann oberstes Motto der Partei, wir nutzen fest verankert, wo es da steht, wir nutzen die Next Scientists for Future vom Weltrat mit ihrem Potenzial von 56% und ähnlich Kompetente. Und das war's dann. Und damit können Sie jede Wahl gewinnen, weil eben das die Menschen verstehen, dass Gutes tun belohnt werden muss, dass der Arzt belohnt werden muss, wenn er Krankheiten verhindert, wenn er ihnen hilft, mit einem kostenlosen Kurs- und Freizeit- und Wochenendangebot, dass sie nie krank werden, nie Krebs bekommen, nie Herzinfarkt bekommen. Und so wünschen sie sich doch den Arzt der Zukunft, dass er ihr bester Freund wird und keine anderen Interessen hat, ihnen nichts verkaufen will, keine Operationen verkaufen will, keine irgendwie gearteten Untersuchungen verkaufen will, sondern nur ein Ziel hat, dass sie möglichst nie krank werden, dass sie so glücklich und gesund wie möglich leben. Und so wünschen wir uns doch auch unseren Supermarktleiter, unseren Restaurantleiter. Ja, wie schön wäre es, wenn wir endlich dem Restaurant, in dem wir essen gehen, vertrauen können, dass es uns nicht Müll, billigen Müll füttert, vielleicht doch noch verdreckt und unhygienisch, ja, Gammelfleisch oder ähnliches, sondern uns mit kerngesunder, gesundheitsförderlicher Nahrung versorgt. So wünschen wir uns doch die Welt. Die kriegen wir aber nur über die Kompetenzpartei. Also sofort gründen. Ja, tschüssi, bis bald.